wir fahren der Bahn, wir fahren jetzt über die Wendeschleife hier, ich sende der temporären Einstelle Nier Nord. Aufgrund des Notfahrplans fahren nicht alle Linienzüge Bahnlinie 12 bis nach Merkenich, sondern jede zweite Fahrt Das war wirklich sehr überraschend. Und ich bin jetzt hier. Wo bin ich jetzt nochmal? Wo sind wir? Hier Nord, genau. Das ist eine temporäre Endstelle. Da geht weiter in Richtung Merkenich. Über diese Stelle bin ich noch nie gefahren. Deshalb fahre ich jetzt mal hier lang. Hier ist auch eine Wendeschleife für den Bus. Sehr schöner Sitz, sehr schöne Sitzbank. Und hier kann man rüberlaufen ins Wohngebiet. Das ist eine so Personaltoilette. Und jetzt so rennt und dahin geht in Richtung Nil. Und stehen auch Schotträder. Das war mal ein Fahrrad. Und hier steht Anschluss so. Die 147 in Richtung am Bildersteckchen. Man sieht nicht oft die Bahn, die hier fährt. Hier kommt. Wo fährt sie jetzt? Niederdamm, Sebastianstraße. Das wär's. Wenn ich jetzt hier gleich umsteige, dann könnte ich von hier aus Richtung Sebastianstraße fahren und so in die Linie 16. Da habe ich gleich zwei Linien auf einmal. Muss ich mir überlegen. Denn ich hätte einfach die Kamera da vorne eingeschaltet, obwohl ab gleich in der Scheibenstraße oder so könnte ich so Kamera einschalten. Aber nee. Sondern kein Einstieg und da ist eine Ampel. Hä? Krass. In einem Wohngebiet hier, wo ihr kaum Verkehr ist, haben wir eine Baustellampel installiert. Und von da aus geht es jetzt weiter in Richtung Fortwerke. Über Fortwerke bis nach Merkenich. Nicht Merkenich. Das liegt am anderen Ende von Köln. Und hier ist noch ein Schrottrad. Sogar zwei. Krass, gleich zwei Schrottfahrräder. Das heißt, die Fahrräder niemals hier parken. Sonst würde es jetzt sehr stört. Das ist wirklich sehr, sehr schade, dass man hier nirgendwo hier in Köln das Fahrrad sicher abstellen kann. Mit Ausnahme der Radstation am Hauptbahnhof und am Südbahnhof. Jetzt richtig liege. Merkenich, genau, Merkenich. Da fährt ihr mal nicht weiter. Die nächste kommt in 7 Minuten. Und leider waren diese Chaoten auch hier aktiv. Denn das nächste wurde bereits mehrmals beschädigt. Ich war noch nie hier weit oben. Doch in Chorweiber auf Linie 15. Und diese Strecke, da das ist so eine Verbindung zwischen Nil und Weidenpesch. Und die Linie 15 fährt ja in Richtung Chorweiler. Und manchmal, was es hier so gibt, ist eine ältere Ampelanlage. Ein Industriegebiet, Schwank, steht ein KVB-Rad. Und jetzt eine mehrspurige Straße. Ja, dann, ich hab mir egal abgekürzt. Oha, wie groß die Kreuzung hier ist. Das ist Linie 12. Strecke Linie 12 und da ist noch ein Bahnübergang. Und einer zur Güterzugstrecke, wo Urin stinkt.
das sind ja auch so kostenfreie Parkplätze. In Köln kostenfreie Parkplätze sind quasi unmöglich. Aber hier ist es doch wirklich weit außerhalb der Stadt. Ja, die Ampelanlage ist ja wirklich uralt, muss ich sagen. Und ich sehe jetzt zurück zur Bahnhaltestelle. In 5 Minuten kommt die nächste. Aber schaut mal, wann die nächste Bahn denn jetzt kommt. In Richtung Merkende, die übernächste Bahn. Erst in 42 Minuten. Fahren die hier nach 40 Minuten Tag oder was? Keine Ahnung. Ist das hier ein merkwürdiger Tag? Aber da steht nämlich schon Zollstutt, weil die wohl jede 10 Minuten, wenn ich richtig sehe. Hier ist schon Zollstutt. Ach so, ja, von den so verschiedenen Gleisen. Das hier, das Gleis. Das ist Gleis 2, oder? Das ist hier Gleis 1, Gleis 2. Doch, hier 20 Minuten, wenn ich richtig sehe. Aber ich bleibe hier jetzt aber in der Bahn sitzen. Ich werde nur kurz aussteigen, dann schnell wieder einsteigen und dann wieder zurückfahren. Entweder bis hier im Nord, bis hier hin oder ich fahre durch bis in die Stadt. Mal schauen. Denn schön wäre es, wenn ich hier einen Anschluss hätte zum Bus, dann könnte ich 2 Linien auf einmal machen. Dann müsste ich nicht nochmal hinfahren. Und am Eifelplatz gab es einen Unfall, wie es dort so steht.